Europa nach der Wahl, das ist ein gespaltenes Europa. Wurde die Sparpolitik der Europäischen Union abgewählt? Geht es jetzt wieder ans Schuldenmachen? Und wie stellt sich die EZB die Zukunft der europäischen Wirtschaft vor? Was für Maßnahmen hat sie beschlossen? Darüber spreche ich mit Heiko Peters von der Deutschen Bank Research. Herr Peters, als allererstes schauen wir auf die Weltwirtschaft. Die europäischen Krisenstaaten haben die Rezession hinter sich gelassen. Aus den USA gibt es auch positive Zahlen. Die Konjunktur brummt. Wie hat der DBX darauf reagiert? Was zeigt uns der an? Ja, das zeigt sich jetzt auch beim DBX. Der ist im Mai leicht gestiegen, ist jetzt auf einem Niveau von etwas unter 1. Das bedeutet, dass die Weltwirtschaft mit etwa 3,5% momentan wachsen dürfte. Der Anstieg im Mai war vor allem getrieben durch eine Verbesserung der Stimmung in den USA. Es gab auch eine moderate Verbesserung in der Eurozone. Deutschland einen leichten Rückgang beim Index, das ist aber vom relativ hohen Niveau. Und sonst in anderen Regionen Asien gab es auch eine Verbesserung. In China eine leichte Verbesserung der Stimmung und in Japan auch wieder eine leichte Aufhellung. Die Stimmung hier in Europa ist ja nicht so gut. Deutschland ist so der Wirtschaftsmotor der Europäischen Union immer noch. Stattdessen hat die europäische Wahl so ein bisschen Uneinigkeit gezeigt. Wurde da auch die europäische Sparpolitik abgewählt? In den Peripherieländern oder auch in den größeren Ländern, Frankreich, Italien, wo die wirtschaftliche Situation noch sehr angespannt ist, ist es sicherlich ein Grund, dass die schlechte wirtschaftliche Situation mit hoher Arbeitslosigkeit dazu geführt hat, dass eher auch Randparteien gewählt wurden. In den stabileren Ländern, vor allem Deutschland, ist eine relativ gute Entwicklung zu sehen. Der Konjunkturmotor momentan der Eurozone, aber da gibt es auch immer größere Unterschiede, denn zwischen den relativ gut entwickelten Kernländern und weiter schwachen Peripherieländern und zuletzt auch relativ schwachen Daten aus Frankreich und Italien. Gerade Frankreich, Italien, aber auch Spanien drängen ja darauf, mit der Sparpolitik, mit den Sparmaßnahmen erstmal langsam aufzuhören und zu investieren. Aber natürlich soll das Ganze durch Schulden finanziert werden. Was halten Sie davon? Kann das den Ländern was bringen langfristig? Das ist genau das Problem daran, dass man da eigentlich in alte Verhaltensweisen zurückkehrt, dass man wieder die neu geschaffenen Regeln versucht zu brechen, indem man die Defizitgrenzen weiter aufweicht, dazu schuldenfinanziert Investitionen tätigt. Das sind allerdings dann von den Auswirkungen her nur kurzfristige Strohfeuereffekte, die dann losgetreten werden. Im Endeffekt kommt es darauf an, dass da tatsächlich Strukturreformen stattfinden und da die Länder dann auf nachhaltigeres Wachstum kommen. Um die europäische Wirtschaft anzukurbeln, hat die Europäische Zentralbank wieder einmal die Zinsen gesenkt. Natürlich ist das alles nur marginal, viel Spielraum gab es ohnehin nicht mehr. Was kann denn das jetzt noch bringen? Kann das wirklich die Wirtschaft stimulieren? Ja, die Zentralbank ist tatsächlich in einer relativ schwierigen Situation, dass man relativ deutlich unterschiedliche Entwicklungen hat zwischen den guten Ländern, Deutschland beispielsweise, Österreich, wo die Konjunktur relativ gut läuft, und den noch nach schwachen Entwicklungen in den Peripherieländern, sodass da die EZB ein geeignetes Mittel finden muss von der Geldpolitik her. Von den Maßnahmen hatten wir erwartet, dass ein großes Paket angekündigt wird. In der letzten Sitzung, in der Sitzung zuvor im Mai, hatte Draghi ja schon angekündigt, dass etwas kommen wird. Und jetzt mit dem großen Maßnahmebündel wird jetzt von der EZB versucht, die Kreditvergabe in der Peripherie weiter anzuregen, um da die Fragmentierung, die es noch gibt in der Eurozone, weiter zu reduzieren, einen positiven Impuls dann zu liefern. Insgesamt ist es noch weiter wie in den letzten Jahren noch so, dass die EZB weiter dadurch Zeit kauft, damit die Situation sich dann in der Peripherie dann weiter verbessert. Wir werden jetzt gleich im Anschluss noch über die EZB-Maßnahmen sprechen. Ist das die neue Big Bazooka des Mario Draghi? Vielen Dank bis hierher, Herr Peters. Und Sie können sich das Interview zu den EZB-Maßnahmen anschauen unter www.dw.de/madeingermany.